Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rune Factory 5. Es ist ein Festtag. Es ist das Handwerksfest und ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich finde das ein bisschen schade, die erklären halt einen so unglaublich wenig. Ja, diese billige Gießkanne kann ich auch noch verkaufen. Vergessen, dass es auch noch geht. Nice. Ich habe wahrscheinlich nichts. Oh, das ist ein Huni. Fertigkeitenausstieg. Ich bin gerade super durcheinander. So. Ich kann jetzt tatsächlich. Was also Spielkraut geerntet? Gut gemacht. Ach, übrigens, du solltest bald mal im Laden vorbeischauen. Ich habe gehört, dass es da neue Samen im Angebot gibt. Wirklich? Das war alles? Ich sehe mal ein Monster. Ernte 3. Jetzt übertreibt ihr aber. Ihr verlangt zu viel. Nee, die behalte ich mal. Spinat haue ich mal weg, weil es kann rettig. So, jetzt haben die mich alle so ein bisschen aus dem Konzept gebracht hier. Durch den Weihnachts... durch den Weihnachtstag, sag ich schon, durch den Feiertag. Jetzt, und durch dieses, ich muss ja kochen und so. Machen wir das jetzt alles schön langsam. Als erstes kümmern wir uns jetzt um die Tiere, weil das ist voll wichtig. Da ist die Katze am Rumhübbeln. So, dann hätten wir das hier. Wo ist denn jetzt mein Saat? Ich bin jetzt nicht aufgerufen. So.
Hab ich nicht aufgehoben. Was machen wir jetzt mit so viel? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob wir das mal machen sollen, ob wir die Quest von der Kleinen annehmen sollen. Das heißt, alle auf Freundschaftsstufe 5 bringen. Von den Leuten, ich meine, die musste ich mir dann erstmal alle aufschreiben und dann abstreichen, den ich schon habe. Das heißt, das ist sehr viel, was wir da lesen müssen. Und das heißt, ich muss sie jeden Tag irgendwie mal so ein bisschen. Lilly gibt jetzt schon mittelgroße Wolle. Voll gut. Guck gleich nochmal in meinem. In meinem guten. Schränkchen. All right. Nice. There. Jetzt müssen wir noch den Fuchs verprügeln gehen. Wo ist der Blaue? So. Das kann erstmal weg. Das kann weg, das kann weg. Walk-Menü. Flüsterwald in Innungs. Ja. Müssen nur ganz schnell kurz den Fuchs kurz einen vom Deckel schießen, damit wir das Glöckchen bekommen. Und dann, ich komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Was ist das? Was habe ich bekommen? Wolle? Ach komm, als ob. Oh ja, Festplatz. Lass mal kurz zum Festplatz gehen. Festplatz gehen. Festplatz gehen. Damit ich weiß, worum es da überhaupt geht. Erzähl mir die Regeln. Simone, erzähl mir die Regeln. Also wenn ihr wollt, dass wir das mit der Quest machen von der Kleinen, dass wir jeden auf Freundschaftsstufe 5 kriegen, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wo ist Madame? Da. Schönes Wetter heute. Vielleicht werde ich später meine Akten sortieren. Heute ist der Handwerkswettbewerb. Wenn du mitmachen möchtest, kannst du dich von 11 bis 18 Uhr anmelden. Er findet auf dem Festplatz statt. Komm nicht zu spät. Ich weiß, dass es noch etwas Zeit bis zum Handwerkswettbewerb. Aber sollen wir dazu liegen? Ja, bitte. Folgende Regeln gelten für den Handwerkswettbewerb. Dies ist deine Chance, dein bestes Ausrüstung oder Zubehörteil zu präsentieren, damit es alle bewundern können. Die Person, deren Beitrag am beeindruckendsten ist, wird zum Sieger erklärt. Wenn du am Wettbewerb teilnehmen möchtest, bring mir ein Ausrüstungsteil oder Zubehör, das du selbst hergestellt hast. Ich akzeptiere Beiträge von 11. Okay. Ausrüstung oder Zubehör? Ausrüstung oder Zubehör? Müssen wir mal gucken. Was krasser ist.
Da stellen. Da kann ich nicht nein sagen. Dann muss ich gleich was essen. Ausrüstung oder Zubehör? Das kann so ziemlich alles sein. Ausrüstung oder Zubehör? Was haben wir denn als Zubehör? Den Verlobungsring oder den Silberanhänger. 5000 Kosten. Schild, Ausrüstung. Ich mach mal das. Bin mir echt unsicher. Was sind denn Schleifstiefel? Schwere Stiefel sind schon besser, ne? Ach, da brauche ich einen hübschen Panzer für. Mit denen habe ich aber nicht so viel gebraucht. Ich versuche es mal, mein Glück mit dem Kettenpanzer. Ach, habe ich überhaupt keine Saat mehr drin? Gehe ich jetzt mal Dings kochen. Obwohl, das wird mich wahrscheinlich umhauen, ne? Das Falsche. Im Dampfgarer wird Flan gemacht. Warum, wieso, weshalb? Ich habe keine Ahnung. Mixer. Im Ofen. Ja, da brauche ich glaube ich nicht zu gucken beim Messer, aber ich versuche es trotzdem. Es ist auch immer alles einfach nur. Warte, ich will vorher noch kurz hier gucken. In der Bratpfanne. Okay. Hab ich nichts, wofür ich das eine brauche? Doch, hier, Miso. Na komm, machst du 7. Schade, dass ich nicht dass ich nicht
Bahn gehen kann, dass ich keine Möglichkeit habe, irgendwie meine Dings zu verbessern. Du kannst rein. Du kannst rein. Du kannst da rein. Ich habe halt keine RP mehr. Das würden die mir einfach von meinem Dings abziehen. Ey, wir haben noch nicht mal. Schöner Tag heute bei so einem wundervollen Wetter, herrscht doch überall eitler Sonnenschein. Maika, schau dir mal dieses Buch an, das ich gefunden habe. Oh, das ist ein Zauberbuch. Mit sehr lebendigen Farben. Ja, schreit es nicht regelrecht. Enthalte wundervolle Geheimnisse. Hier, du kannst es haben. Vielleicht kannst du ja deine 7 Siege lösen und ihm etwas Nützliches entlocken. Oh, das war gut. Großartigen guten Morgen. Wenn die Sonne so von mir lade, sollten wir auch lachen. Ja, nur wie sie ruft. Hallo, ihr alle. Welch fulminanter Tag. Uns erwartet ein Fest, das uns ehrfürchtig. Herr Ragnarok, ich habe schon 2 Glöckchen. Ich bin jetzt jeden Tag zum Fuchs und habe ihm eins draufgegeben. Und ich bin fleißig am Kochen, aber Tempura habe ich noch nicht gelernt. Aber ich habe schon 2 Glöckchen. Ich wollte aber sammeln, bis ich 5 Glöckchen habe, um auf Nummer sicher zu gehen. Das sind sehr für sich schon so ein unglaubliches Talent. Alle Leute erstarren ist. Wenn die Sonne scheint, spiele ich gern draußen. Ey, hast du zufällig eine Vogelfeder da? Könnte ich für mein Treffen für China später gebrauchen. Komm schon, du kannst mir doch bestimmt helfen, oder? Wie voll Gegenstand. Es ist schön draußen und ich darf heute der Feldhauptmann bei Monster und Tüter sein. Was für ein toller Tag. Wenn Eis schmilzt, verwandelt es sich in Wasser, oder? Aber nachdem all das Eis geschmolzen ist, ist der Teich nicht überschwemmt. Komisch. Liefere den Gegenstand. Ja, ich guck doch schon. Kann ich jetzt, ohne dass ich eins drauf kriege? Oh ja. Aber du meintest, der Fuchs nimmt auch Kristalle, ne? Ich habe gesehen, ich habe sehr viele Erdkristalle. Jetzt weiß ich nicht, ob das der richtige Kristall ist. Aber ich habe schon 2 Glöckchen. Eben gerade hat er mir leider nur Wolle gegeben, wo ich gedacht habe, ja, was soll ich denn damit? Die kann ich ja mal behalten. Was wollte er? Eine Feder, ne? Hinsehen. Nein sehen. Hab ich Feder. Ich habe so einiges. Guck mal, ich habe hier so... dunkle Kristalle, Feuerkristalle, Erdkristalle, Lichtkristalle, Wasserkristall, Windkristall. Eine Vogelfeder. Ventus-Kristalle. Kann alles haben, wenn er will. Aber ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Aber wo sehe ich denn eigentlich mein Zähmungslevel? Also, wo sehe ich das denn? Weil Zähm steht jetzt hier Stufe 15. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wo ist er denn noch da? Papier. Ui, danke, das muss ich gleich China zeigen. Hier, kannst du haben. Na toll. Oh, das Ding. Ja, schon wieder. Hallöchen. Man muss sein Gehirn auf Trab halten, wenn man aufhört nachzudenken, geht es nur immer nur bergab. Sag mal, Maika, das ist nur so eine Vermutung, aber jagst du gerade gesuchte Monster? Yep, weißt du etwas über dieses hier? Ah ja, ich habe gehört, dass es letztens hier gesichtet wurde. Abgelegene heiße Gebirgsquelle. Sehr schön. Wirklich toll, danke. Wir haben schon Nachmittag und trotzdem ist das Einzige, was ich von meiner To-Do-Liste streichen konnte, der Punkt To-Do-Liste schreiben. Kenne ich, habe ich auch.
Lass mich raten, du bist hintergesuchte Monster her, oder? Ja, weißt du etwas über dieses hier? Ich könnte schwören. Wirklich toll, danke, denn du bringst mir auch nicht sehr viel. Huka, lass mal reden. Wir haben schon so lange nicht mehr geredet. Was für ein schönes Wetter, fühlt sich toll an. Mann, es will einfach nicht funktionieren. Stimmt was nicht, Lucy? Du wirkst nicht so gut gelaunt wie sonst. Was ist los, Lucy? Mein Beitrag für den Handwerkswettbewerb macht mir Probleme. Womit genau hast du denn Schwierigkeiten? Vielleicht können wir dir helfen, wenn du es uns erklärst. Aber wenn ihr mir helft, erschwert ihr euch doch selbst den Sieg, oder? Je mehr Konkurrenz man hat, desto besser. Wenn man weiß, dass man gegen fähige Gegner antritt, motiviert das einen, nur sein Bestes zu geben. Also denk nicht lange darüber nach. Wir helfen dir immer wieder gern. Es wäre mir unendlich viel lieber, dich mit einer Miene voller Selbstbewusstsein zu sehen und nicht voller Zweifel. Und wenn wir uns gegenseitig Tipps geben, wirkt sich das sicher positiv auf die Qualität all unserer Beiträge aus. Ja, danke, Leute. Bin ich besonders gut darin, Dinge zu basteln, für die man ein bisschen Fingerspitzengefühl braucht. Ich habe einfach keine Ahnung, wie man hübsche Sachen hübsch dekoriert. Warum machst du nicht ein schönes Muster aus Blättern? Du könntest mit Hilfe von Garn und Faden auch gerade Linien erschaffen. Ich empfehle dir, das Ganze ein bisschen lebhafter zu gestalten, zum Beispiel mit verschiedenen Formen wie Kreisen und Dreiecken. Kratzspuren reinmachen ist auch lustig. Du ritzt mit deinen Krallenmuster? Das klingt nach einer Sache, die nur Fuka kann. Aber ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr so viel über Dekorieren von Sachen wisst. Jetzt habe ich echt das Gefühl, dass ich noch irgendwie hinkriege. Vielen Dank, Leute. Wie spät? Asi! Grüß dich. Schöner Tag heute, nicht? Hast du für den Handwerk etwas Gutes zu präsentieren? Vergiss nicht, später bei den Bädern vorbeizuschauen, um dich von dem Projekt... von dem Projekt zu erholen. Allerdings, Schatz. Halten. Oh, das für mich, danke. Was kriege ich? Habe ich jetzt auf ihn auf 7? Ich habe ihn auf 7. So. Ja, wir haben immer noch nicht so. Was haben die jetzt gesagt? In nördlicher Region gesichtet. Ja, ihr seid mir ein paar Pappenheimer. So. Was ist das? Irgendwas mit Gebirgsquelle, ne? Das wird wahrscheinlich hier so sein. Ich mach gerade noch ein bisschen Monsterhunten. Aber ich bin fleißig am Kochen, damit ich auch Tempura hab und so ein Shit. Ich möchte nur sagen, oh alter Wald, dass sich Max wesentlich einfacher hat einfangen lassen als... Oh. Warte. Dankeschön. So, kann es sein, dass er vielleicht hier so irgendwie rumspringt? Das Vieh, was ich suche? Ich hab vergessen, was ich suche. Das Eichhörnchen. Ich glaube, es war ein Eichhörnchen. Haben die nicht irgendwas von Gebirgsquell gesagt? Wo ist denn hier ein Gebirgsquell? Also ich schätze jetzt mal, dass es irgendwo im grünen Bereich ist, oder? Irgendwo, wo es nur grün ist. Ich nehme mal Unkraut mit. Brauche ich. Ich meine, hier ist es ja schon... violettes Gras. Nehme ich auch mal mit? Lass mich in Ruhe. Bist du vielleicht hier? Nee, das ist das Skelett. Kann ich das da irgendwo sehen? Nö. Ich hätte gesagt, dass es hier irgendwo ist. Moment. In nördlicher Region gesichtet. Als ob! Geh doch nach Hause, Mann.
Ist die Region nicht? Wo ist denn das blöde Vieh? Bist du das Vieh? Ah, du bist das Vieh! Ich hab das Vieh. Wo ist es hin? Da. Ich weiß, es ist jetzt das falsche Vieh, aber... Wo ist es hin? Könntest du mal ganz kurz weggehen? Dankeschön. Oh ey, das ist als ob... Dankeschön. Wuschelding, komm her. Na komm, einmal boxen darf ich dich noch. Wo bist du hin? Komm her, ich hab dich doch. So, dann hätten wir das jetzt auch. Dann gehen wir mal zum Festplatz, weil die erwarten uns. Okay, bis dann, Skinner. Dankeschön, dass du da warst. Und wir sprechen uns später irgendwann. So, ich habe... Was hast du denn da also so ein komisches... Heute werde ich mich total draußen total gut amüsieren. Okay. Lass mich mal ran. Hallo, schöner Tag. Nicht das perfekte Wetter für Hausbesuche. Momentan akzeptieren wir Beiträge für den Handwerkswettbewerb. Nicht. Nein, danke nicht. Nervig. Wenn du etwas vorbereitet hast, worauf du stolz bist, bring es her. Ach so, ich muss es, in der Hand halten. Ich will es nicht ausrüsten. Du möchtest also diesen Beitrag anmelden? Ja. Okay, die Anmeldung der Beiträge ist abgeschlossen. Lassen wir den Handwerkswettbewerb beginnen. Handwerkswettbewerb. Mein Gott, was ist denn das für ein Wort? Und jetzt unser letzter Beitrag. Maika mit der Kettenrüstung. Oh, das hast du selbst gemacht, oder? War doch der Sinn der Sache. Und welche Materialien hast du dafür benutzt? Die Qualität ist annehmbar. Okay, überlegen wir, wie es sich anfühlt und wie leicht es zu benutzen ist. Ein ordentlicher Beitrag, der an einzigartigen Empfindlichkeiten der Künstlerin zur Schau stellt. Schauen wir mal das Design an. Hier nimmt mir gerade meine ganze Rüstung auseinander. Hm, nicht schlecht. Wir haben wohl alle Beiträge gesehen. Nur noch etwas Geduld, dann verkünden wir die Ergebnisse. Sie hat mein ganzen Dings auseinandergenommen. Meine schöne Rüstung. Die Ergebnisse stehen fest, verkünden wir den Gewinner. Isaac Daroch hat gewonnen. Ich weiß nicht, ob er mitgemacht hat. Aber entweder der Madin oder Daroch. Auf den dritten Platz. Lukas mit 239 Punkten. Okay. Thank you. Da ich alles gegeben habe, freue ich mich wirklich über das Ergebnis. Ein schönes Gefühl, sich so gut geschlagen zu haben. Auf den zweiten Platz. Madin mit 259 Punkten. Nicht schlecht. Und da habe ich mein Training. Das habe ich mein Training zu verdanken. Und jetzt, worauf ihr alle gewartet habt, der Sieg geht an. Ich habe gewonnen! Maika mit sagen und schreibe 286 Punkten. Wie ist das passiert? Juhu, ich habe es geschafft. Ich bin die Nummer 1. Wie hast du das immer? I didn't expect anything less than a victory from you. Just as I predicted. Congrats. Congratulations on your victory. Ich sollte mir eine Scheibe von ihr abschneiden und nächstes Mal noch mehr Exzellenz anstreben. Alle haben ihr Bestes gegeben, mehr kann ich nicht verlangen. Vergesst nicht, eure Preise abzuholen, bevor ihr wieder nach Hause geht. Damit sind die Festlichkeiten für heute beendet. Gute Arbeit, Leute. Ja, krasse Sache. Ui. Oder ein Waffenbrot. Lass es ein cooles Waffenbrot sein. Lolli. Es ist schon witzig. Waffenbrot. 9 Stück.
Lederhandschuhe. Das Protein. Working hard. Schuftest du hier natürlich schon wieder. Ich werde. Ach, komm schon, lass mich in Ruhe. Das Ding ist vorbei. Ich hab gewonnen, ihr Lappen. Ja, sorry, ich muss das jetzt mal wegdrücken. Die tanken sich jetzt. Na, Maika, hast du Lust, um Zeit abzunken? Na klar. Super, na dann, los geht's. Was machen wir? Weiß nicht, was machen wir? Was gibt's? Wen? Ich habe heute total echt guten Bonito reinbekommen. Schau ihn dir mal an. Frisch. Alright. Und weißt du was? Zum Abendessen haben wir richtig auf die Pauke machen gegrillt. Okay. Das war gute Arbeit, man sieht sich. Was ist denn hier? Okay, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander, jetzt muss ich mich erstmal wieder zusammenreißen. Wir gucken nach Waffen. Ich hätte ganz gern ein Schwert, weil ich finde, das ist halt einfach... Der Lolli macht schon einen netten, ne? Aber mit 120, 28 ist der halt einfach zu low. Obwohl schon witzig. Na, stellt euch mal vor, ihr verprügelt einfach eure Gegner halt mit einem Lolli. Kann man jetzt auch nichts dazu sagen. Und dann ist er noch so blau. Ja gut, er hat einen hohen magischen Angriff, aber bringt mir halt nichts. Nein! Boah, ey, mach mich nicht wahnsinnig, Mensch. Ich wollte doch nur gucken nach Dings hier, du Nase. Oh, ich dachte schon, ich hätte jetzt meine ganze Erde auf dem Gewissen. So, wie fährt jetzt nochmal mein 2, 6, 7 muss ich übertönen? Okay. Quatsch, wird mal sehen, was wir machen können. Geierschwert. 300! Was brauche ich dafür? Was ist das denn? Eine elektrische Gurgel ist gewachsen. Wo krieg ich denn den her? Den kann ich hinreißen, das Schwert. Behalten wir mal im Hinterkopf. Nee, Quatsch, kann ich machen, ne? Nee, 2, 6, 7. Zwei, sechs, sieben. Ne, ist zu klein. Den nehme ich doch glatt. Angriff. So. 2, 6, 7. Der ist aber auch viel zu klein. Wenn ich den aber verbessere, könnte ich den bestimmt. Fäuste der Erde. Ach, immer fehlt auch was, ne? Kriegshammer brauche ich jetzt auch nicht. Steinaxt. Der ist hart. Was brauche ich dafür? Riesenhandschuhe. Ja klar, die habe ich natürlich nicht. Speerrezepte, Froschschneide. Zwei, sechs, sieben. Wenn ich das mache... Ne, Quatsch. Die Zyklonenklinge. 2, 6, 7. Und die dann eventuell verbessere. Wäre das möglich? Und wir probieren es.
Waffe verbessern. So. Das wäre schon Hammer, ne? Aber das kostet mich zu viel. Hab nicht mal so viel RP. Angriff 5. Hätte denn aber eine bessere Resistenz. Angriff 6, Angriff 22. Meine Fresse! 270. Da kommen wir der Sache doch schon hin. Ich bräuchte 6000. Wieso? Geht home. Mann, wieso braucht das immer zu viel? Warte mal, war ich jetzt nur 1000 gebraucht? Hier 1000? Ne, das braucht 10.014. Ich komme aber auch nicht auf den grünen Zweig, ne? Alles braucht zu viel. Was passiert denn? Gar nichts. Ja gut, kann ich selber herstellen. Hab ich denn nichts hier drinne, was mir... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Waffe verbessern. So, was wollte ich jetzt? Das hätte zu viel gebraucht, ne? Nee, Quatsch, ich wollte ja den anderen.
Ich wollte ja den hier, ne? Nee. Was wollte ich denn jetzt? Den? Na gut, dann macht ja gar nichts. Ah, wo war das denn? Ha, der hier. Ich habe nicht noch irgendwas in den blöden Kühlschrank. AP, RP. Ich bin ja nicht begeistert. So, dass hier schlecht wird. Weißt du das mal? Oh, ey, jetzt habe ich den ganzen Blödsinn umsonst gefressen. Ach, dann halt nicht. Dann stellen wir noch ein bisschen Medizin her. Ha, dafür reicht das Ganze hier gar nicht aus. Ist mir auch egal. Hat man nicht böse, aber ich will gucken. Ich habe das Gefühl, mit dem Schwert bin ich schneller. Kann mich aber auch irren. Oder 2, 6, 7. Ach komm, das ist nur minimal kleiner. Ich kann das ja noch aufrüsten. So ist es ja nicht, ne? Ich überlege gerade, es ist Feiertag, dann wird sie wahrscheinlich nicht das mit mir machen, ne? Die wird wahrscheinlich nicht in ihrer Butze sein. Ich meine, ich kann auch bis zum nächsten Tag warten, so ist es nicht. Jedoch, da ist er. Und da ist es. Ich kriege einen Chemiewohl. Rangaufstieg! Wuhu! Angesichts deiner hervorragenden Leistung befördern wir dich hiermit zur berühmten Hüterin. Als Dankeschön für deine Dienste erhältst du eine Prämie von 2000 G. Wow. Und ich kriege ein neues Abzeichen. Boah, ich habe ein Abzeichen zur Ermittlung erhalten. Jetzt kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Häuser anderer Leute. Immer weiter so. Ich will ja nichts sagen, aber nein. Mit diesen Anzeichen kannst du jederzeit... Vergiss nicht, dass du bist kein Störungsfried, du machst nur deine Arbeit. Nee, den finde ich das irgendwie gerade besser. Ah ja, das Chemiebrot. War ja klar.
Liste. Und welche Mission? Also, ich kann jetzt die Dreier, ne? Der Pingu. Ein Kojote. Was krieg ich bei dir? Waffenbrot. Kochbrot. Okay, sonst noch was? Nö, schon gut. Ich möchte ganz gerne tatsächlich was anderes machen. Ey, das ist so viel einfach. Ein Tintenfisch. Zähmer ein Monster. Na, das nehmen wir doch an. Weißt du, wie man Monster zähmt? Du musst ihm von dir gekochtes Essen oder Gegenstände geben. Wenn ihm dein Geschenk gefällt, seid ihr schon bald Freunde. Achte aber auf deine Stufe mit einem Monster, das stärker ist als du, kannst du dich nicht so leicht anfreunden. Außerdem kommen Monster nicht zu dir, wenn deine Ställe voll sind, also behalte das auch im Auge. Tatsächlich wollte ich gerade woanders hin. Woran sehe ich überhaupt, dass meine Ställe voll sind? Jeder Stall nimmt vier Tiere, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Könnte eng werden. Scheune bräuchte 200 Punkte, 80 Steine und 100 Holz. Kriech hin. Jetzt weiß ich wieder, wo ich gucken wollte. Wo muss ich hin? Du musst einen Kristall im Ruhenquell der inneren Kelvlava-Höhlen platzieren. Okay. Entschuldigung. Macht schon was her, wenn ich so mit dem Schwert so rumwackel. Wir nehmen uns mal was zu essen mit. Mein Kühlschrank, ja. Ich spare eigentlich auf was anderem hin, aber okay. Wir nehmen den mit. Den und den. Kelbe, Lavahöhlen. Inneres. Oh, muss ich nochmal gegen den kämpfen? Nee, nee. Muss ich jetzt nochmal gegen den Boss kämpfen oder kann ich einfach durchlaufen? Ich meine, wer war eigentlich in den Kelben-Laberhöhlen? War das das Tentakelvieh? Nee, nee, nee. Okay, wir sind hier schon durch. Okay. Da kam ich nicht lang. Ich war jetzt irgendwo hier so in dem Dreh. Das heißt, ich kann auf jeden Fall erstmal gut durchlaufen. Aber vorher nehme ich mir noch ein bisschen hier. Ich will nur mal gucken, ob ich wenigstens ein bisschen zackiger weiterkomme. Aber wenn ihr wisst, ob der. Oh, da war was Schönes dabei. Leichtes Erz. Krass, wenn ich das verkaufe, gibt es 11.000. Ja, moin. Wenn ihr wisst, was der Fuchsgeist für Kristalle mag, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich bin da offen. Ich meine, wir können den auch jedes Mal verhauen. Habe ich auch kein Problem mit. Aber wer weiß, wie lange wir den verhauen müssen, damit der dann endlich mal. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Easy durchgesnickt. Halt, warte, wo muss ich lang? Geradeaus, okay.
Ja, lass mich in Ruhe, du. Werde ich jetzt angegriffen? Ist das dein Ernst? Hau ab! Kann nicht euer Ernst sein. Lass mich in Ruhe! Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Da ging es nicht runter, das heißt, ich muss da lang. Verdammt, war ich hier schon mal? I don't know. Nein, ich war hier noch nicht! Warte, wer ist hier? Es sind noch zwei. Okay, zwei Elefanten, das krieg ich hin. Ey, mach mich doch nicht schwach, Mädchen. Okay. Was kriege ich? Ein Blümchen. Das war ja ernst. Was ist das denn? Sende zwei Wasserstrahlen aus. Funktionieren können. Lang, lang, lang. Ich muss zurück und dann da lang. So. Ich nehme mal eine scharfe Rechtskurve. Könntet ihr mal abhauen? Ihr seid extrem nervig. Nein. Wieso habe ich denn so viel Shit in meiner Tasche? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Genau, it's over. Leute, jetzt kommen wir aber langsam voran hier. Kleber. Ich krieg einen Kleber. Ich halte es ja nicht aus. Ah. Okay. Ey, das ist voll spannend gerade. Also wir müssen hier lang, da uns durchboxen. Dann könnten wir wenigstens zur nächsten Etage. Ich würde tatsächlich versuchen, so lang und dann hoch, damit ich dann von der anderen Etage runterlaufen könnte, um dann hier lang zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Wieso habe ich das Gefühl, dass das schon wieder irgendwie so ein... Hier ist nichts.
Das Schwert ist awesome! Alright. Alright. Lähmungsring. Ich komme doch da bestimmt wieder zurück. Oder? Ich bin jetzt am Tiefpunkt. Aber hattest du nicht irgendwas auch von Dings gesagt? So, jetzt kann ich wieder zurück. Nein! Und wisst ihr was? Wir gehen nochmal zurück. Ich kann da abspeichern. Ich speichere lieber ab. Ich bin am Tiefpunkt angekommen. Und dann gehen wir. Jetzt läuft es, ne? So kurz vorm Streamende kommt es, da läuft es. So, jetzt lass mich mal gucken. Ich muss da lang. Da war ich. Das heißt, ich muss jetzt nur. Bitte sag mal, dass die nicht wieder da sind. Ah, doch, war ja klar. Da lang, da lang, da lang. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich sehe nichts. Was ist das? Medizin? Brauche ich jetzt nicht. Delicious. Wo ist hier wer? Aber steh auf! Was war das denn jetzt? Das ist unfair. Ja, ich bin auch selten dämlich und die droppen auch gar nichts, ne? So. Was ist hier? Okay, hätte funktionieren können. Orangene Schleife und ein gekochtes Ei. Ja, super. Davon kaufe ich mir was. Was erzählt er mir jetzt hiermit? Ich könnte Wände durchbrechen? Wie spät ist das überhaupt? Time to eat. So.
Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Geradeaus, einfach nur geradeaus. Haha, nicht erwischt. Kacklappen. Also wir hatten ja bis jetzt immer die Erfahrung gemacht, dass der Dungeon, wenn es ins Tiefere, ins Innere geht, zum tiefsten Punkt, es immer schwieriger war, dahin zu kommen, als der Boss an sich. Wenn ich mir überlege, den Leviathan, den habe ich eiskalt abgefackelt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Zur Not kann ich ja immer noch abhauen. Ne? Hier ist der Ursprung des Runenquells. Na, was kommt jetzt? Und dazu gibt es... Weiß ich nicht. Auch Wolke. Komm, mach mich nicht schwach, Baby. Das ist also gutes Zeichen. Es ist ein... Hekaton-Chiri, schlag mich tot. Genau, pünktlich. Siehst du, sie hat selbst keinen Bock mehr drauf. Schmeiß doch. Wie hat der mich denn erwischt? Was hat denn der für... Oh. Einfach laufen, laufen, laufen. Bloß nicht stehen bleiben. Ich glaube, mit Wasser mache ich in diesem Fall ein bisschen mehr Schaden, ne? Jetzt ist er sauer. Jetzt wird er zur Bestie! Oh, das war auch knapp. Lauf, 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 Mädchen! Oh, jetzt wird er zum Ultra. Ich sag euch, manchmal ist der Dungeon... Der Dungeon, bis zu dem Dude zu kommen, war wesentlich schwieriger als der Dude an sich. Ja, Mann. Bitte mal klatschen. Klatscht für mich. Es tauchen immer wieder Monster auf, da auf, wo die Runen absorbiert wurden. Das ist kein Zufall. Eieiei. Das war's. War das... Das war das. Okay. Und was machst du? Also. Der hat nicht mal was gedroppt, ne? Der Sack. Der hat nicht mal was gedroppt. Und dafür habe ich mich so angeschränkt. Okay. Ich möchte ganz gern nach Hause. Zurück in mein Zimmer. Holla, die Waldfee. So. Das ist Nummer Uno. Martin, freunde dich mit einem Monster an. Der Runenkristall wurde am Raum. Ja. Jetzt muss ich mit der Dings reden und dann. Habe ich irgendwas in meiner krassen Tasche?
So, sagte sie. Der Kleber kommt drin. Du kommst drin. Du kommst rein, du kommst rein. Ja, dich nehme ich auch mit rein. Dich nehme ich auch mit rein. Dich nehme ich mit rein. Du bleibst draußen. Das kann ich immer gebrauchen. Von denen habe ich noch nicht so viel. Abwehr 18. Nee, davon habe ich auch schon genug. Das, was ich jetzt habe, was macht das? Abwehr 12. Das Schleifchen war Abwehr 18. Ja, gut. Und du warst was? Magieangriff 12? Nee. Das versenden wir einfach, da habe ich keinen Bock drauf. Oh, guck mal, ich habe ein orangenes Schleifchen drauf. Uiuiui, das war ein Kampf. Das war ein krasser Kampf. So, du kommst rein, du kommst rein. Du. Noch irgendwas? Nö. Uiuiui. Wo habe ich denn meine Glöckchen? Ich weiß, die habe ich hier reingetan. Da, zwei Glöckchen. Mein Kühlschrank. Wir stellen noch ein bisschen Medizin her, weil wir müssen ja auch mal ein bisschen Gibt es irgendwie die Möglichkeit, meine HP und so zu steigern? Ich verstehe manchmal nicht, wie meine Stufe irgendwie nicht zu der Stufe. Wo ist mein Trinkkessel hier? Ich habe jetzt Chemiebrot 1, Stufe 10, 3 und 1. Und trotzdem kann ich das nicht machen. Aber okay. Morgen hat Randolf Geburtstag. Ich habe nichts, was ich ihm schenken kann. Nein, ich habe die ganz. Oh nein, ich habe die Erdbeerchen verbuddelt. Sag ich mal. Oh, das ist nicht gut. Ich habe die Erdbeerchen verbuddelt. Na gut. Gut, dann speichere ich hier auf jeden Fall nochmal ab. Ach komm, wir gehen vorher schlafen. Ui. Da wollen die mit mir reden. Gut, ich sage aber Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.